Aber ich habe doch eigentlich gespeichert. Wieso ist es nicht vom Speicherstrom geladen worden? Das verstehe ich nicht so ganz. Oder hatte ich gespeichert? Da war mein letzter Speicherpunkt unter Wasser. Okay. Habe ich das wirklich vergessen? Ich hatte auch die Mokrimünze nicht, ne? Ah, hallo Erdkerne. Ich habe gehört, Erdkerne erden ganz gut Elektro. Wie jetzt? Wir erzählen, dass sie jetzt nicht mehr da sind. Ah. Ich hab die doch nicht besiegt, alle. Okay. Ah, da sind Krabben drin. Wunderbar. Nächste Stufe 55, okay. Das ist super. Sag mal, wieso ist hier so ein großer Strat und kaum Herzlose? Wo kommen die nur an einer bestimmten Stelle? Wenn ich mehr ins Innere gehe. Sora, ernsthaft, du triffst es nicht. Wow. Ah, Krabben. So, 10 Stück. Nice. Da sind die. Ja, keine Ahnung. Oh je. Ach du Scheiße, 3 davon? 4? Oder nee, das sind nur 3. Doch 4, Scheiße. Okay, ich glaube, ich habe einen besiegt. Hoheit. Stirb. Gut, du als Meteor. Viel Spaß. Sehr schön. Oh, Sturmflagge. Und eure Teetassen. Das ist auch so eine Sache, die ich jetzt durch Streams gelernt habe. Wenn ich die Schlüsselschwert praktisch wechsle, während das verwandelt ist, dann geht die Verwandlungsdauer nicht weiter. Oh, guck mal, viele Truhen. Auf jeden Fall gelohnt, hier hinzukommen. So. Oh, okay. Ich wollte eigentlich nur die Krabben, dass ich nicht die Bäume angreifen kann. Entkommt mir nicht? Sagt ihr, entkommt mir nicht? Boah, WTF, die rennen alle weg. Alle Fässer.
ist voller Krabben. Level 3, nice. Ist gerade ein super Punkt zum Aufleveln von meinem Schiff. Jetzt will ich zur Sturmflagge gehen. Genau, jetzt ist nämlich die Sturmflagge immer noch aktiv, wie ihr seht. Ziemlich cool. Das ist eine Sache, die ich halt noch nicht wusste. So. Die Fässer sind schon ziemlich nah am Wasser. Ich lasse euch nicht hinkommen. So. ...51 Krabben noch fürs nächste Level ab. Ja. Ah, ich hab sie doch noch gekriegt. 50 Krabben. Wunderbar. Finden wir noch mehr. Okay. Ich kann also wirklich die Früchte hier oben angreifen. Interessant. Ja, Schrott. Ja, da ist nichts mehr drin auf dem Baum. So. Kiste. Chaoskettchen, okay. Gucken wir mal. Chaoskettchen, aha. Ziemlich späte Kiste. Wo gab es hier nicht noch irgendwo Krabben? Waren es alle? Waren wohl alle, okay. Der Mast. Holgareif. Marie Acrisius und. Eisgehaltsband. Oh, lang alle nah beieinander. Sehr schön. Ja, damit haben wir einige Kisten gefunden. Das hat sich gelohnt. Ein Glücksemblem und einige Kisten. Cool. Wenn es weiter so geht, dann. Bin ich froh. Ist das dahin? Let's see. Mini-Strandinsel? Okay. Wo ist mein Schiff? Steht immer noch da drüben, ja. Ich frag mich halt wirklich. Bin ich nicht wirklich was, ne? Okay. Isle of Luck. Ich bin eigentlich am Überlegen, ob ich nicht einfach zurückfahren sollte. Oh, ich habe jetzt Temposchub.
Wäre ich zum Mokrion speichern. Hoffentlich darf ich das. Oh je. Die Frage ist wohl berechtigt, ob ich das darf. It ends here. Enjoy the locker, mate. Oh cool, es levelt auch auf. So. Temposchub. Du Scheiße, es geht direkt wieder los. Stopp, bitte. Danke. Tell us more about the pirate code, Jack. Trade that's on a need-to-know basis. Guess that means we should just follow your soul. I quite like the sound. Oh, WTF, schon wieder. Ihr wollt mich doch verarschen. Zwei erledigt. Der letzte hat natürlich seinen Windjäger. Füllt es einfach. So. Dürfte ich denn jetzt bitte endlich, endlich wieder zu meinem Mokri? Mehr will ich doch gar nicht. Einmal speichern und zum Mokri. Deswegen muss ich jetzt drei Schiffskämpfe überstehen. Holy moly. So, meine Kupo-Münze haben. Danke. Und einmal speichern, bevor ich wieder verrecke. Ich hatte wirklich nicht gespeichert. Eieiei. So. Ich finde es gut, dass das Schiff auch so leveln kann. Aber heißt es, die ganzen Erfahrungspunkte nur auf das Schiff gehen? Aha. Hufeiseninsel. Also ist es wirklich so, dass die entsprechend die Inseln sind, die... Okay. Ich muss wirklich die Namensinseln besuchen. Isle of Luck. Exile Island. Eigentlich müsste ich das Exile Island als nächstes aufsuchen. Das ist relativ nah. Oder Ship's End. Oder ich fange links an. Müsste ich bei der Isle of... Ja, ich fange mal links an. Oh, gehen wir zur Isle of Luck. Müsste da hinten sein. Ja. Das ist die große? Oder die oder... Ja doch, das müsste diese Sandbank sein. Hi! Schirp. Stirb. Ey, friss die Flutfälle. So. Das hat erfolgreich alles zerstört, was hier war. Würde ich ja gerne. Aber das erste, was mir begegnet, sind erstmal wieder herzlose Schiffe. Gut, Treffer. Gut, na dann. Insel des Glücks. Da bin ich. Das ist nicht noch nicht glücklich. Ja.
Also ich finde es nicht wirklich, dass ich sonderlich viel Glück habe, wenn ich mich mit... Warte, ich kann euch mit der Sturmflagge angreifen. Was? Ich wollte doch nicht zweimal... Dann muss ich halt wieder von vorne anfangen. Mit Meteo, viel Spaß. Gut. Alles ausgeschaltet. Ich frage mich trotzdem, was für Glück man auf dieser Insel haben soll. So. Also wenn es hier nicht zufälligerweise Glücksembleme en masse gibt, weiß ich nicht, was ich hier finden soll. Okay. Findest du also, dass wir hier Ingredients finden? Ah ja. Ja? Ja. Sehr frei. Kann man diesen Berg irgendwie als Mickey-Symbol wahrnehmen? Oh. Ha! Ich glaube, ich weiß, was das Glück ist an dieser Insel. Nice picture, Sora. Okay. Keine Kiste auf dieser Insel? Das alles? Ein Glücksemblem und das war's? Hm, scheinbar. Schade. Okay. Aber immerhin haben wir was gefunden. Die müsste jetzt markiert sein. Jupp. Wunderbar. Nein. Achso, das wird Speicherpunkt. Ah, okay. So, dann Isla Verde Montana. Einfach geradeaus. Mal gucken, wie viele wir uns jetzt begegnen. Was ist das da für ein kleines Mini-Dingens? Ah. Das ist ein Boss. Fuck. Das hat überhaupt nichts gewirkt. Okay. Ich meine, was hat denn der für eine Manövrierbarkeit? Was? Was? Wieso bin ich jetzt schon tot? Habe ich so viel Schaden kassiert? Habe ich auch nicht mitgekriegt. Oh, das heißt aber, dass ich jetzt die Insel, die eine Insel wieder verloren habe, nicht wahr? Mann. Oder wird die Insel gespeichert, dass ich da war? Come on. Bitte sag mal, ich auf Lucky Island bin. Ja. Okay. Bitte sag mir, dass
ich das Glücksemblem von Lucky Island habe? Ich hab's nicht. Okay. Zum Glück weiß ich ja, was ich machen muss. Danke. Und ihr könnt mich gerade mal Kreuz halten. So. Okay, we're off. Ich fahre jetzt zu diesem kleinen Sandbänkchen. Ist das die Forsaken Isle? Falls ja, ach, ich muss dann doch dahin. Irgendwie muss ich diesen Boss besiegen. Der kommt scheinbar immer dort. Ich weiß nicht, das scheint irgendwie das Ding zu sein, was mich vorhin gekillt hat. Diese Manövrierbarkeit von dem Schiff, das ist absolut abnormal. So knapp. Okay. Wow. Oh ja, das Ding macht mich einfach tot. It ends here. Scuttle him. Es ist gut, dass ich wilde Kanonen scheinbar unverwundbar bin. Danke, ich hab's gerade so geschafft. Oh. You are the real Jack, aren't you? Enter das Schiff der Herzlosen. Okay. Krabs. Did you get your heads, mates? Was? Wieso? Jack is Jack, and that's all that matters. Na toll. Ich sollte das Schiff entern, jetzt kann ich's nicht mehr. Was wäre passiert, wenn ich's geentert hätte? Prepare to set sail! Some ingredients around here. Ja. Erstmal gehe ich an Land. Isla Verde Montana. Ach. So. Ingredients gibt's hier ohne Ende, das stimmt. Aber das ist ja nicht mein Ziel. Was hoffe ich das? Splitter. Oh, hier könnte mit der Krabben drin sein. Da sind Krabben drin. Und gar nicht so wenig. So. Noch 40 Krabben und dann bin ich wieder in die nächste Stufe. Vielleicht bin ich dann tatsächlich irgendwann mal gut genug, um nicht mehr so eine Probleme mit den Herzlosen zu haben. Also ich denke mal, es wird auf jeder Insel mindestens irgendwas geben, was von Interesse ist. Frage ist, was es ist. Ah, schön für dich.
Ich glaube, unter Wasser bin ich ziemlich fertig. Wird wahrscheinlich nicht mehr viel sein. Okay, ich dachte für einen Moment, das wäre ein Lucky Emblem, aber... Das war wohl nichts. Okay. Aha, ich habe schon so eine Ahnung, was das hier ist. Irgendwo muss ich hier nach oben kommen. Wir gucken uns erstmal um. Hier gibt's garantiert auch herzlos. Ja. Das war's schon. Bist du jetzt gesprungen? Okay, also irgendwie kann man da rein, aber ich weiß noch nicht wie. Oh, hier ist ein Speicherpunkt. Hab ich noch mal bemerkt. Oh, gleich mal speichern. Man. Da hab ich mein Lucky Emblem von der einen Insel auf jeden Fall. Nerven. Achtundfünfzig ist check schon. Okay. Hep. Und hoch hier. So, arbeite ich eigentlich gerade mit dem Sturmfallen. Moment, ist mein... Ach, Sturmflagge ist noch ready, cool. Ich mach jetzt das Mitternachtsblau an. Okay, was gibt's hier oben? Außer noch mehr Aschen. Wo sind die Affen? Wo sind die Affen? Hm.
So, der letzte und jetzt habe ich eiskalt. Was ist, warum sollte ich das hier anvisieren? Okay, keine Ahnung. Irgendeine Kiste oder sowas oben? Lucky Emblem. Ich auch nicht. Auf der anderen Seite. Das sind einfach bloß Punkte, um schneller voranzukommen. Wie hat es eigentlich geschafft, Jack bei diesen Gegnern zu sterben? Was ist das? Da ist immer noch einer. Ey, mehr Krabbenfisser. Ey, Level 5. Das gefällt mir. Aber hier ist auch nichts mehr, oder wie? Ne, sieht nicht so aus. Okay. Oh, hier komme ich hoch. Eine Kiste. Yay. Elektrum. Okay. Was auch immer das ist. Wäre aber nicht neugierig genug, um nachzugucken. Und nächsten Affen? Natürlich. Noch welche übrig. Boah, sag mal, wie viele denn noch? Wirklich? Die werden schon alle tot. Ich höre immer noch die Musik. Hinten. Ja. Da ist auch noch einer. Als Plage ist das hier. Da oben. Hat's überlebt. Eieiei. Was ist jetzt der letzte? Offensichtlich. Mhm. Ja. Wie Lucky Emblems? Ich sehe keine. Kisten habe ich auch keine gesehen. Auch nicht auf den Felsen, gut.
Getankelt. Waren das alle? So was. Die Kiste habe ich gesehen. Hier komme ich dahin, okay. Diesmal bist du gespart der falsche Medienz. Schnauze, Donald. Zora, take again. Ah. Also dieses Glück sind... Ich sehe es schon, ich sehe es schon. Aber bitte lass mich nicht runterfallen. Na dann, ist klar, was ich tun soll. Oh, hoffen wir, Krabben, danke. Und große Kiste. Mickey, der Schiffbrüchige. Yay. Super Sache. Gleich mal speichern. Wie sieht denn jetzt mein momentaner Stand aus? Schätze. Haben sie schon erhöht, aber es fehlen halt immer noch 35. Uiuiui. Und Glücksembleme? Haben sie schon erhöht, fehlen aber. Wir sind aber nur 3 mehr bis jetzt. Es fehlen immer noch 9. Uiuiui. Ich weiß nicht, worüber ich mir mehr Sorgen machen soll. Um die 9 oder um die 35? Nach wie vor irgendwie um die 9 mehr sorgen. So. Oh. Horseshoe Island, so. Exil Island möchte ich eigentlich als nächstes ansteuern. Reisen wir also zur Hufeiseninsel. Verstehe ich auch, warum die so heißt. Oh Gott. Ich bin doof, ich weiß. Ich habe das erst jetzt gescheckt. So. Nur noch 9 Inseln, die du erkunden kannst, ja. Wir wollen zur Exilinsel da hinten. Bestimmt die Insel, auf der Jack ausgesetzt wird. Vielleicht sagt Jack ja was dazu. Auf jeden Fall gibt es mal wieder Besuch. Ah, ich kriege auch weiße Krabben dafür, dass ich es abschließe. Es ist so. Das ist mein Ziel. Keep a sharper eye. Ja, ich bin angestoßen. Tut mir leid. Irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass ich im Wasser hier viel finden werde. Ich überflieg's mal kurz. Noch sonderlich viel aus. Hoffentlich gibt es ein Lucky Emblem auf der Insel.
Okay. Welche Herzlosen erwarten mich denn hier? Ich glaube, die kommen erst, wenn ich in die Mitte gehe. Krabben? Oh ja, Krabben. Viele Krabben. Sehr schön. Oh, mehr Krabben. Noch mehr Krabben. Und Gegner. Wusste ich's doch. Sora, over here! I found some! Ja, es kommt, stirb. Okay. Ja, ich will den Baum gerade nicht anvisieren. Weil hier sind überall Krabben, aber... Eigentlich wollte ich noch gar nicht ins Inselinnere gehen. Okay. Wir gehen gleich ins Inselinnere. Wir bleiben erstmal nach außen. So, hier habe ich den Baum angeschlagen. Noch mehr Bäume hier zum Anschlagen? Ja, gut. Hier auch mal. So. Ja, okay, ich tue die Krabben alle sammeln. Okay. Mal jetzt endlich Ruhe und kann diesen sinnlosen Flieger kümmern. So, wie siehst du die Kiste an? Okay. So, ich bin einmal drumherum. Das ist die reinste Krabbeninsel. Kiste, das ist nice. Vielleicht mitnehmen. Halk und Plus. Ja, viel Spaß, wenn man getötet ist. So. Wir haben jetzt langsam mal alle nervigen Gegner los. Kann ich in Ruhe meine Krabben sammeln? So. 13 weiße Krabben. Das sollte reichen. Stufe 6. Okay. Hm.
Also ich bin mir nicht sicher, aber gab es nicht auf jeder Insel bisher ein Lucky Emblem, außer auf der ersten irgendwie? Also ich würde mich nicht wundern, wenn es hier auch noch ein Lucky Emblem gibt. Abgesehen von 20 Milliarden Krabben. Sollte auf jeden Fall mich gut umgucken. Aber ich glaube, jetzt bin ich einfach rum. Okay. So. Ich kann aber beim besten Willen kein Lucky Emblem sehen. Leider. Hoffen wir einfach mal, dass hier keins ist. So. Prepare to set. Gut, das war Exilinsel. Dann muss ich jetzt nächstes nach Ship's End. Aber bevor ich dahin gehe, machen wir erstmal eine Schnellreise hierhin. Ich muss unbedingt wieder speichern. Ich traue mich sonst nicht. Nicht bei diesen gefährlichen Schiffskämpfen hier. Diese Ladezeiten. So. Hallo Mokri. Nicht wegen dir da, ich bin nur zum Speichern da. So. Und dann bin ich wohl weg. Tschüss. Okay. So. Wir gehen zur Exilinsel, dann zur Huddle Isles. Quatsch, zu Dingens. Ship's End. Hieß es, glaube ich. Falsche Richtung, muss einmal 180 Grad Wendung machen. So, das da müsste Ship's End sein. Nicht? Nee, das ist Sandbar Island. Das ist hier, das da ist Ship's End, okay. Und wo kommt der Gegner? Da. Gut. Ziel erreicht. Mhm. Ah. Oh. War eine Kiste, aber die kann ich nicht öffnen, oder wie? Ich kann sie nur anschlagen. So. Wow.
Schiffsfriedhof. Oh, hier komme ich hoch. Warum sollte ich das tun? Ah, deswegen. Für etliche viele Krabben. Yay. So. Ja. Okay. Also ein paar Krabben. Jetzt sagt mir bitte nicht, dass das alles auf dieser Insel ist. Wieso habe ich eigentlich keine Karte für diese Insel? Ich habe einen Lucky Empfang gefunden. Wo ist mir sofort nach dem Kampf? Was du nicht sagst. Okay, damit hat sich das auf jeden Fall schon mal gelohnt. Ist doch noch mehr unter Wasser, wie es aussieht, als ich dachte. Ist nicht gut. Also klar, es müsste ja eigentlich auch noch eine Karte geben, oder? Ich bedenke, dass ich hier keine habe. Wird es bestimmt eine zu finden geben. Oh je. Wieso ist diese Insel größer, als ich dachte? Genieße doch die kleinen, übersichtlichen Dinge. Was habe ich euch angetan? Ich komme da nicht rein. Aber es gibt einen Innenraum. Vielleicht komme ich von woanders rein. Was Lucky Emblem? Ich hab's kapiert, Schenk. Meine Fresse. Ist ja noch nerviger als Donald mit seinen Ingredients. Fick dich, Donald. Wasserkern, ich greife sie liebend gern mit Feuer. Okay. Auf jeden Fall hat sich das wegen der Kiste schon mal gelohnt. Je mehr ich finde, desto besser. Aber ich habe mir schon fast gedacht, dass es irgendwie in diese Richtung gehen wird. Ich muss ja. Also so viel wie ich jetzt. So wenig wie ich jetzt bisher auf den ganzen Inseln gefunden habe. Die Karte ist nicht riesig. Also die ist schon recht groß, aber. Nicht. Eigentlich habe ich die Ingredients zuerst holen wollen. Okay. Karte Schiffsfriedhof. Danke. Das ist genau das, was ich wollte. Jetzt kann ich mich besser umgucken. Weil ich auch nur einen Millimeter aufstehe, ne?
Millimeter das Ding hier verlasse. Sofort. Ich warte auf dem Schiff. Ja, ich habe gemerkt, dass du wasserscheu bist, Jack. Du brauchst es mir nicht jedes Mal zu sagen. So. Also ich wäre über jedes Lucky Emblem und jede Kiste, die jetzt hier noch zu finden ist, sehr froh. Nur so kleiner Hinweis, bevor ich mich jetzt hier sinnlos mit euch schlage, ne? Ich wäre dafür, dass ihr die dass ihr sowas versteckt. Das würde mich sehr freuen. So. Natürlich sind weiße Krabben auch okay, aber nur zweitrangig. Immer noch die Kampfmusik. Wo bist du? Oder? Ist das Kampfmusik? Ich bin gerade nicht sicher. Oh, ich komme in den Frack. Und Krabben. Her mit euch. So. Wo? Unter dem Gitter? Okay. Schon Glücksembleme, Kisten, irgendwas Nützliches. Jetzt geht's hier raus. Dafür gibt's so ein. Ja, eben, genau das habe ich mir auch gedacht. Donald. Ich will aber auch erstmal das Schiff hier erkunden, bevor ich in irgendwelche Sackgassen gehe. Ich kam von unten. Oh, es geht nicht höher. Gut, dann hat sich das mit der Kunden gerade gelohnt. Richtig toll. Okay. Stimmt ja, wir können ja endlich unter Wasser atmen, weil Donald Magie und so. Müsste mal auf das Ding da anzivisieren. Ich erstmal umgucken, bevor ich irgendwas schlage, was vielleicht was auslösen könnte. Kiste. Boah, kannst du bitte nach unten gehen, nicht nach oben. Nach unten. Oh, ich hasse es. So. Mega-Ether. Gut. Das abgesenkt. Kosmischer Anhänger. Okay. Ah. Ah. Wir sind wieder am Anfang. Cool. Damit hat sich diese kleine Exkursion gelohnt. Mittlerweile wird es dunkel bei mir. Ich frage mich, wie lange ich schon aufnehme. Auf jeden Fall habe ich in der Karibik jetzt schon einige Schätze. 25 von 56 sind immer noch 31. Eieiei. Glücksembleme. Sind immer noch 8. Ich muss mal kurz mein Licht anmachen. Ist jetzt ein bisschen blöd, aber okay.
So. Dann gehen wir wieder aufs Schiff. Und als allererstes zu einem Speicherpunkt. Wie gesagt, ich traue mich nicht, ich traue mich gar nicht, auch nur ansatzweise irgendwas zu machen, wenn mein Schiff noch nicht safe ist.